benötigt 2 Dosen Thunfisch im eigenen Saft, das ist ganz wichtig. Den Saft gießt ihr ab, den benötigen wir nicht weiter. Und ihr schlagt 2 Eier auf. Die verquillt ihr schon am besten im Glas. Wir haben so gemacht, dass wir das Ei, also beide Eier und beide Thunfischdosen mit einem Knethaken verrührt haben in einer Rührschüssel. Das Ganze könnt ihr aber auch per Hand machen. Dazu gebt ihr Ei und Thunfisch zusammen in eine Schüssel. Ihr könnt das Ganze zerstückeln und dann mit diesem Rührhaken vermengen oder verkneten oder per Hand. Das bleibt euch ganz überlassen, wie ihr es macht. Hauptsache Ei und Thunfisch sind schön verbunden. Ihr benötigt nun ein Backpapier und ein Blech und darauf kommt der Thunfisch und der wird gut verstrichen und ganz platt gedrückt und dann in den Backofen geschoben. Hier seht ihr das. Also der Thunfisch ist wirklich hauchzart auf diesem Backblech. Und das Ganze kommt bei 180 Grad für ca. 10 bis 15 Minuten in den Ofen. Ich empfehle euch aber eher 15 Minuten als 10, damit der schön durch ist. Das Ganze wird mit Tomatenmark bestrichen. Am besten dafür ist ein Silikonpinsel geeignet. Das lässt sich dann am besten damit verteilen gleichmäßig. Und als nächstes wird gewürzt. Als nächstes wird das Ganze gewürzt. Wir haben ein fertiges Pizzagewürz genommen und wenn ihr das würzt, seid nicht zu sparsam, denn das Ganze gibt dadurch Geschmack. Beim Belag habe ich mich für ein Light Mozzarella entschieden. Ihr könnt das Ganze auch mit Reibekäse machen oder mit einem würzigen Käse. Das Ganze ist ja Low Carb. Das heißt, es ist ohne Kohlenhydrate und somit auch Weight Watchers gerecht. Das hat insgesamt, ich weiß nicht wie viele Punkte, aber Thunfisch und Mozzarella zählen halt nur. Ihr dürft das Ganze aber nicht verwechseln, es ist wirklich keine Pizza, es ist einfach Thunfisch mit Tomate und Mozzarella. Das Ganze packt ihr bei 20 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Ich wünsche euch einen guten Appetit, denn es schmeckt sehr gut, es ist nichts für immer, aber es ist auch keine Pizza, aber es schmeckt nicht schlecht. Und es ist gesund. Guten Appetit!